Hallo ihr Lieben da draußen, also wir sehen uns ja jetzt ziemlich regelmäßig und ziemlich häufig. Ich bin immer noch der Uli von Ecozone und hier jetzt auf der Couch, ganz frisch eingeflogen auf der Gothica-Messe in Köln, kalt. Mike Jörg, hallo. Hallo. Der Tim. Hallo. Und der? Kolze, hallo. Hallo, grüß dich. Grüß euch, ja. Ja, was macht ihr hier und wer seid ihr und was wollt ihr hier eigentlich? Ja, also wir sind kalt und wir sind jetzt erstmals hier auf dieser Messe und erstmals in dem Rahmen halt von Ecozone und wollen uns hier ein wenig präsentieren und freuen uns auf dieses Interview. Okay, und Tim, was hast du zu sagen? Was machst du bei kalt? Ich spiele jetzt den Bass. Der Mike hatte mich schön gefragt, ob ich nicht mal wieder das Instrument in die Hand nehmen wollte. Ja, und ich gucke mir das Ganze an. Ich komme eher so aus einer anderen Szene, deswegen bin ich gespannt, was hier alles auf mich so zukommt. Okay, das hört sich so an, als ob dein Bass viele, viele Jahre im Schrank verschlossen war und der Schlüssel war weg. Stimmt das oder was ist passiert? Er hat nie den Weg in den Schrank gefunden, Gott sei Dank. Er ist immer im Einsatz gewesen, aber nicht in Form einer Band, sondern die Fingerübungen haben stattgefunden. Okay, na, das ist ja ganz wichtig, ne? Und wie ist es bei dir? Naja, ich übernehme also jetzt den Gitarrenpart bei kalt, den der Mike nicht alleine überstreiten kann. Und spiele seit einigen Jahren schon mehr so sporadisch mal hier und da mit. Habe nie die Zeit gefunden, aber das Projekt an sich jetzt hat mich so fasziniert und interessiert, dass wir gesagt haben, das machen wir mal. Okay, das hört sich an, richtig flott. Mike, kalt. Ist das jetzt ganz, ganz neu oder das Projekt meine ich jetzt? Oder gibt es da irgendeine Verbindung zu alten Projekten, die du bestritten hast? Zum Beispiel Garden of Delight. Ja, ich meine, also kalt gibt es jetzt seit 2003 etwa, zur Zeit von Garden of Delight. Und kalt wurde halt gegründet, weil bei Garden of Delight kann man halt nicht alles unterbringen, wenn man halt einen Haufen Ideen hat. Und deswegen wurde halt kalt in die Welt gerufen und zu Anfang hatte ich eigentlich nur für mich selber recorded, Songs komponiert und es war eigentlich zunächst auch gar nicht großartig vorgesehen, irgendwie was zu veröffentlichen. Dann gab es halt irgendwann mal eine Download-CD, wenn man so möchte. Die wurde halt so ins Netz gestellt für Nüsse und es gab halt noch das Cover dazu und so. Also das war halt aber wirklich alles für lau. Und irgendwann wurde halt mal die Frage gestellt im Internet einfach zu oft, wann es denn mal ein richtiges Fulltime-Album zum Kaufen gäbe, ein haptisches Produkt. Und da gab es dann halt die Dein Gott. Das ist ein flottes Album, wie ich finde. Und es ist auch, es zerreißt mich persönlich. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ja. Beim zweiten Hören hat es mich nicht mehr zerrissen. Es hat mich dann erreicht. Wie soll ich das sagen? Also es sind irre Übergänge drinne und es sind krasse Gegensätze drinne. Ihr habt dort Soundtrack-Material drinne. Ich selber mag das total, so ein Zeug, so ein Kram. Und das hat mich absolut ergriffen und erreicht. Das war genial. Und dieser krasse Gegensatz, wie erklärst du das? Oder was verfolgst du damit, ein Album rauszubringen, wie Dein Gott? Und du erzählst letztendlich für mich eine Geschichte, die ist derb, die ist kräftig und auf der anderen Seite ist sie absolut schön und wünschenswert, erstrebenswert, irgendwas zu erreichen. Was halt ganz, ganz stark im Vordergrund steht, ist halt, dass die Kompositionen schon durchdacht werden. Deswegen halt auch diese Instrumentals. Ich habe halt bei zwei Songs des Dein-Gott-Albums einfach festgestellt, das Lied, das reicht ja schon. Ich muss gar nicht mehr drauf singen. Also wichtig ist mir halt einfach, dass ein Song jetzt nicht so dahin plätschert, dass da irgendwelche Dinge passieren. Wenn ich merke, dass ich komponiere ein Stück und da passiert irgendwie nicht richtig was, landet das auch in der Tonne. Also die Sachen, die ich dann veröffentliche, da muss irgendwas passieren, da muss irgendwie was hochgehen. Also anders geht's nicht. Und daher auch diese Instrumentals. Es ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man mal komplett auf Texte und Gesang verzichtet, so trotzdem eine Spannung aufzubauen. Und da ich halt in dieser Zeit auch sehr viele Soundtracks gehört habe, die mich extrem fasziniert haben,
da habe ich mir gedacht, gut, jetzt mache ich das so. Komposition ist meiner Meinung nach gelungen, das braucht nicht mehr gut ist. Komposition steht immer vor allem. Wir haben ja noch eine Band unter Vertrag, und zwar Traumtänzer. Und da gibt es einen Namen, der müsste dir geläufig sein, der Tom Connell. O'Connell, Entschuldigung. Ja, genau. Den hatte ich hier vorher auf der Couch, und das war auch eine ganz nette, plauschige Runde. Und wo du gerade so sagst, so unterschiedliche Ansätze und so weiter. Wie steht ihr als Band dazu oder du als Bandleader dazu, dass Kaltmaterial von Dein Gott zum Beispiel, von anderen Bands, ob das vom Label selber ist oder anderen Bands, Label, fremden Bands, aufgegriffen wird und in der Form des Remixes eine neue Klangfarbe, eine Art neue Identität erhalten. Was hältst du davon oder bist du da völlig gegen abgeneigt? Überhaupt nicht abgeneigt. Okay. Also ich fände es total super. Ich würde mich halt echt total freuen, Stücke zu hören, wie andere Leute dieses Material interpretieren. Zumal ich ja halt, wie eben erwähnt, stark auf Komposition stehe und wie andere Leute damit umgehen würden. Einfach mal, also das, klar, das würde ich komplett zur Verfügung stellen, das ist überhaupt gar keine Sache. Okay, alles klar. Ich denke mal, das kriegen wir gebacken, da bleibt man einfach im Gespräch in dem Bereich. Studio hin und her. Willst du vielleicht ein bisschen was erzählen zum Studio? Habt ihr ein gut oder halb gut eingerichtetes oder wie auch immer ein Home-Studio? Oder geht ihr ins Studio? Mietet ihr euch irgendwo ein oder wie haltet ihr das? Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert und ich glaube 50 Millionen Menschen auch. Also, sehr interessante Frage. Momentan ist das halt noch so, dass es halt eine Art Proberaum gibt, in dem recorded wird, Kaltstudios. Die sind halt jetzt nicht so wie sich Otto Normalverbraucher ein Studio, wenn das mal im Fernsehen gesehen hat, mit allem Glamour vorstellen muss. Das ist schon eine sehr viel einfachere Sache, so ein Home-Recording-Studio. Aber in Zukunft wird es sicherlich ab und zu mal sich ergeben, dass wir halt zu Kreuze ins Studio gehen, weil das ist dann schon so die hübschere Glamour-Welt. Da stehen uns dann nochmal ganz andere Sachen zur Verfügung, ja. Ja, das ist ja sehr schön, da komme ich vielleicht dann auch mal vorbei. Ne? Folgendes, welche Instrumente beherrscht ihr denn so alle neben eurem Hauptinstrument? Gibt es da was oder begrenzt ihr euch wirklich jetzt nur auf das eine? Also das wäre auch nicht schlimm, aber einfach, ne? Bei mir ist es halt so, dass ich neben der Gitarre halt auch Bass spiele. Momentan spiele ich die Sachen ja noch selber ein. Zur nächsten Scheibe wird das auch noch so sein. Danach sehe ich aber, dass wir alle zusammen aufnehmen. Das wird dann auch der Zeitpunkt sein, wenn wir dann in das Studio ziehen. Schlagzeug wird programmiert, alle Tasten werden programmiert. Ist halt schon relativ stark synthetisch gemacht, ja. Okay, super. Und du? Also bei mir ist der Bass ganz klar im Vordergrund und ich glaube, ich könnte zur Not noch ein paar Tasten bedienen auf der Bühne, weil ich mal Klavier gelernt habe, aber das ist sehr, sehr lange her. Okay, also brauchst du ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen, aber nichts ist ausgeschlossen. Jo, und wie schaut's bei dir aus? Ich bin schon ganz klar ein Seitensöldner, auf jeden Fall. Gitarre ist das Hauptinstrument. Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen getrommelt, habe es aber nicht gut genug gefunden, um es weiter voranzutreiben. Es ist mehr ein Hobby nebenbei, aber es ist schon die Gitarre, die das Ding bei mir ist. Okay, also die Gitarre ist fürs Herz und für die Energie. Nee, ja, doch fürs Herz und die Schießbude ist zum Aggressionsabbau. Genau. Okay, ja, wollt ihr doch irgendwas loswerden an eure Fangemeinde oder an irgendwelche Verwandten, Bekannten etc.? Naja, sagen wir mal so, die Grußgeschichte an meine Familie, die können wir uns jetzt sparen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, wenn wir hier unsere Arbeit erledigt haben, dass wir uns dann halt auch mal auf der Bühne sehen, Aug in Aug. Und halt auch ab und zu mal vielleicht ein Bierchen miteinander trinken. Da freue ich mich drauf. Supi, supi, und du? Ja, definitiv. Ich grüße jetzt nicht meine Familie, aber dafür grüße ich mal in die Zukunft für alle, die uns jetzt sehen. Ich hoffe, wir sehen uns mal live. Also ich grüße meine Familie und möchte auf jeden Fall mal in den Raum stellen, dass das, was da uns im Herbst erwartet, sehr spannend wird. Jo, dann sage ich danke an euch drei. Es war sehr interessant, außer ihr wollt noch was sagen, weiß ich nicht. Was? Ach so, ja, haben wir ja ganz vergessen. Also, ach,
du singst? Oh, Entschuldigung. Du singst. Was? Ich singe, ja, sicher. Texte schreibst du alle selber oder gibt's. Okay, super. Gut, sonst noch was? Nö, fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich bin eigentlich momentan glücklich tief in Arbeit versunken und ich freue mich drauf aufs Ergebnis. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ich denke mal schon, oder? Ja, wir freuen uns drauf. Und ich möchte auf jeden Fall noch meine Familie zu Hause grüßen und alle, die mich kennen und die mich nicht kennen, die könnten mich vielleicht mal kennenlernen. Danke, tschüss. Ja, dann grüße jetzt auch meine Familie, wenn das schon so ist. So. Entschuldigung, danke für das. Danke.